wir bauen ein Haus und da ist jetzt gerade die Bodenplatte fertig und... Und ich denke, dass das ein guter Tipp ist für euch. Ja, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei mir? Wo auch sonst? Ja, guten Tag. Also, ich wollte euch heute mal wieder mitnehmen. Ich muss ein bisschen aufräumen. Also, heute gehen wir nicht einkaufen, aber ja, ich muss ein bisschen aufräumen, ein bisschen putzen. Und ja, ich werde jetzt nicht so einen richtigen Grundputz machen oder so. Ich werde jetzt vor allem einfach so ein bisschen sowas machen wie Staubsaugen. Bisschen wischen vielleicht, wenn ich es schaffe. Das Bad habe ich gestern schon zum größten Teil gemacht. Das mache ich nämlich eigentlich immer zum Beispiel, wenn ich kurz vorm Duschen bin, ganz besonders die Toilette. Das mag ich irgendwie jetzt so mitten am Tag nicht so. Und genau, ansonsten wirklich nur so Kleinigkeiten. Also jetzt nicht so besonders arg gründlich. Einfach nur das, was so anfällt. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ja, und ich hoffe, es macht euch Spaß, einfach mal mitzukommen. Und ich labere euch manchmal voll, manchmal nicht. Also bleibt dran, wenn ihr Bock drauf habt oder auch nicht. Ja. Ja, hier habe ich mal wieder mein Sportgerät rausgepult. Ich benutze es ein bisschen, aber auch nicht so ganz so zuverlässig. Aber wenn man wirklich so eine Niete in Sport ist wie ich, dann bringt das tatsächlich auch was. Wenn man schon fortgeschritten ist, dann nicht so. Ja, genau. Was haben wir hier? Hier sieht es, ups, das war mein Handy. Hier sieht es ein bisschen eigenartig aus. So ein bisschen was zum Verschicken und so habe ich hier. Und da ist Kochwäsche, hier ist andere Wäsche und ja, da sieht es eigentlich ganz okay aus, aber da muss halt gestaubsaugt werden. Staubgesaugt werden, hört sich blöd an. Hier ist auch ein bisschen Chaos, aber das geht eigentlich und ich denke, wir fangen hier an. Ja, also mein Sohn ist halt in der Schule und ich habe mich heute Morgen fertig gemacht und er hat sich hier angezogen und deswegen sieht das hier noch relativ kacke aus. Und das werden wir jetzt in Angriff nehmen. So, als nächstes möchte ich gerne in die Küche gehen und zwar, ja, ich muss hier noch die Gardinen öffnen. Hier habe ich vorhin Frühstück gemacht und auch selber eben noch gefrühstückt und genau, da muss ich den Geschirrspüler ausräumen. Das muss da rein, dann ist eine kleine Tüte Müll, aber eigentlich geht es hier eigentlich, ja, es geht eigentlich. Doch, doch, also nur so ein bisschen. Oh, guck
man, hier ist sogar noch ein Avocado-Kern. Das wollte ich euch ja eigentlich auch noch zeigen, ne? Aber der ist jetzt schon zu weit. Der ist schon zu trocken. Wohl, eigentlich geht das noch. Mensch, das kann ich euch doch gleich einfach mal mit zeigen. Zum Teil wenigstens. Also hier ist halt der Kern. Und den muss man so ein bisschen pellen. Eine Ewigkeit später. Mann, das ist warum eine Ja, also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich habe in einem Foodhaul erzählt, dass ich mir den Avocado-Kern immer zum Pulver verarbeite, wenn man das sonst ja, bei Amazon teuer kaufen muss. Und man hat es ja sowieso quasi da. Und dann wollte ich einmal ganz schnell zeigen, wie ich das immer mache. Okay, also so muss es dann aussehen. Sorry für das eklige, ja, also für die ekligen Bilder. Also so sieht es dann aus. Der ist jetzt halt schon ein paar Tage getrocknet. Deswegen ist der schon so ein bisschen schrumpelig. Normalerweise sind die halt richtig, richtig prall. Ja, und letztendlich nehme ich dann hier nur ein Brett und schneide mir den einmal erst in der Mitte einmal durch. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Also der hier ist ja jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen dürr. Und deswegen ja, geht das ein bisschen einfacher. Aber normalerweise rutscht man mit dem Messer auch ab. Deswegen ganz, ganz vorsichtig. So, und dann mache ich eigentlich nur noch so, dass ich hier so kleine Chips draus mache. Weil der ganze Kern, entweder fängt er irgendwann an zu schimmeln. Oder, ja, weiß auch nicht, man kriegt den halt einfach nicht so gut durchgeschnitten und getrocknet schon gar nicht, wenn das so ein ganzer Kern ist. Und deswegen schneide ich mir den dann immer in so Chips quasi. Und dann lege ich das meistens auf die Heizung oder in die Sonne und lasse die halt richtig, richtig austrocknen. Nehmt übrigens bitte ein altes Brett dafür und auch ein altes Messer, weil das färbt so komisch ab und wird dann so rötlich-bräunlich. Das ist ganz komisch. Ja, und ich habe jetzt das Glück, ich habe gerade sowieso noch getrocknete davon da. Deswegen kann ich euch direkt zeigen, wie das dann aussieht. So, die kommen dann in den Mixer. Es ist auch ganz gut, wenn die ein bisschen kleiner sind, weil viele Mixer haben nicht so viel Leistung. Die gehen dann kaputt, wenn ihr den ganzen Kern da reinschmeißen würdet. So, die schlechte Belichtung hier tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich habe jetzt keine Lust, hier extra Lampen aufzustellen. Und eigentlich wolltet ihr auch nur mitkommen. Also, den habe ich jetzt hier. Weiß nicht, kostet der bei Amazon 20 oder 30 Euro? Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall reicht seine Leistung aus. Ich hatte aber auch schon mal einen Mixer, der, ja, der wäre da kaputt gegangen. Naja, letztendlich kommt es dann auch nur hier rein, wenn sie dann hart sind. Also so sieht das in etwa aus, wenn es dann fertig ist. Also hier dieses Pulver, manchmal sind noch ein paar dickere Stücken drin, dann hättet ihr es einfach noch ein bisschen länger drin lassen müssen. Ja, und das klumpt manchmal so ein bisschen, deswegen ist es wichtig, dass wenn ihr das in einen Salzstreuer füllt, mache ich halt ganz gerne, dann macht noch ein paar Nudeln mit rein oder ein bisschen Reis, dass die Feuchtigkeit aufgesaugt wird und dann lässt sich das halt super gut dosieren letztendlich. Also ihr müsst manchmal ein bisschen, dann verklumpt sich das trotzdem hier vorne, dann müsst ihr halt ein bisschen krasser streuen. Aber das geht dann schon. Ja, und ich esse das halt am allerliebsten auf Avocado-Brot oder eben, ja, wenn ich Avocado-Nudeln mache oder so. Also wenn ich ganz normale Nudeln esse mit Avocado drauf. Ich hatte das letztens ja schon einmal in dem Foodhaul ganz kurz erklärt. Also in dem Kern sind die 8- bis 9-fache Konzentration von diesen ganzen guten Eigenschaften drin, was halt auch im Fruchtfleisch der Avocado ist. Und das ist halt einfach super gesund, appetithemmend und so weiter. Heißt das? Nee, appetitzügelt heißt das, ne? Na, ist egal. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, ich habe dann weniger Hunger. Es schmeckt super lecker. Also am Anfang musste ich mich erst dran gewöhnen und es riecht auch ein bisschen kräftiger am Anfang, aber das verfliegt dann auch schnell und ja, also ich möchte nicht mehr drauf verzichten und ihr hattet ja, wie gesagt, letztes Mal halt gefragt, wie ich das immer so mache und so mache ich das jedenfalls. Genau, bei Amazon kostet das halt ein bisschen mehr Geld, wenn man das jetzt als Pulver da bestellt. Ja, nun gut. Jetzt habt ihr aber lange genug zugehört. Ich mache jetzt weiter den Haushalt. Okay, es gab jetzt doch noch eine Planänderung, also es geht gleich weiter mit dem Putzen. Entschuldigung, ich muss jetzt noch schnell meinen Sohn abholen. Und genau, jetzt mache ich nebenbei noch so ein bisschen Mittagessen. Wir hatten von gestern noch ein paar Nudeln über. Die gibt es dann gleich. Und ich will euch noch mal ganz schnell einen kleinen Tipp sagen. Den finde ich nämlich wirklich sehr gut und sehr zeitsparend. Nee, eigentlich ist es nur geldsparend. Okay, also ich drehe euch jetzt um. So, und zwar kriegen wir unheimlich gern unsere ganzen Getränke mit Eis. Und weil ich nicht immer Crushed Eis kaufen möchte oder Eiswürfel kaufen möchte, weil ich das ist halt nur Wasser, das ist mir immer ein bisschen zu teuer. Ich habe hier so eine Form genommen und die fülle ich immer komplett mit Wasser und stelle die dann halt ja, ins Gefrierfach, bis es dann halt, weiß nicht, dauert 4 bis 6 Stunden, glaube ich. Und die fülle ich dann halt jetzt quasi gleich auch dann immer nach und dann gehe ich in den Gefrierbeutel und packe dann da den riesigen Eisklotz rein und dann haue ich den halt mit dem Hammer klein. So, aber ich weiß nicht, wir hatten auch schon mal solche Gefrierbeutel, die extra für Crushed Eis waren, aber das war so eine scheiß Fummelarbeit und es war so ineffektiv, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall machen wir so immer unser Crushed Eis oder Eiswürfel auch einfach. Und ich denke, dass das ein guter Tipp ist für euch. Ja, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ja, und zum Mittag mache ich jetzt hier die Nudeln, die wir halt noch von gestern über hatten. Und dazu wollte ich hier ganz einfach, ich habe jetzt keine Lust, großartig zu kochen, Rahmgemüse Kohlrabi machen. Also da ist sowieso schon so eine Soße mit drin und das schmeckt dann bestimmt hoffentlich ganz gut zusammen. Genau, das mache ich dann jetzt nebenbei fertig, aber vor allem räume ich jetzt auf, weil das muss ich ja nur eigentlich ein bisschen, ja, auftauen. Genau.
So, jetzt ist die Küche erstmal fertig. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wo ich weitermachen soll, ob im Schlafzimmer oder im Bad. Wie gesagt, habe ich das überhaupt vorhin gesagt? Weiß ich gar nicht. Bad habe ich, habe ich gestern eigentlich erst gemacht vorm Duschen. Aber gewischt werden muss ich auf jeden Fall. Also das machen wir auf jeden Fall gleich noch. Und ja, ich bin so froh, wenn wir bald umziehen. Ich habe das ja schon ein paar Mal angeschnitten. Also wir bauen ein Haus. Und da ist jetzt gerade die Bodenplatte fertig. Und das Licht ist scheiße, sorry. Genau, also die trocknet jetzt quasi gerade. Es dauert alles natürlich leider noch ein bisschen, aber es ist alles sehr spannend. Und ich wollte euch auch mitnehmen, sobald es ein bisschen spannender wird für euch, weil ich glaube jetzt so Erdarbeiten und so ist jetzt nicht so das mega große Thema für euch. Ja. Und genau, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ich mir eine tolle neue Küche aussuchen darf. Die soll natürlich möglichst günstig sein, ist klar. Ihr könnt mir ja da bitte mal schreiben. Also ich möchte ziemlich 100% sicher eine IKEA-Küche haben. Und ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr da so habt und ob ihr zufrieden seid oder nicht. So Elektrogeräte wollten wir überwiegend, also den Herd jetzt nicht unbedingt, aber Spülmaschine und Kühlschrank wollten wir freistehend haben, weil... Ja, ach, in unserer Vergangenheit war das meistens so, dass gerade der Geschirrspüler, wenn er so eingebaut war, da war letztens irgendwie was kaputt. Letztens, das ist schon ein paar Jahre her, aber dann hat die Reparatur einfach mal 300 Euro gekostet und dafür hätte ich schon fast einen neuen gekriegt. Also ja, ich weiß, das ist jetzt umwelttechnisch nicht gerade so ganz korrekt, aber naja, 300 Euro für eine Kleinigkeit, die kaputt ist, ist halt auch nicht gerade, naja, wirtschaftlich. So, also für mich jedenfalls nicht gut. Deswegen möchten wir das gerne freistehend haben, dass wir es einfach mal auswechseln können, genauso wie den Kühlschrank. Der Herd jetzt nicht, das muss nicht sein, aber ja. Bla, genau, also ich bin da gespannt auf eure Erfahrungen, um das jetzt mal ein bisschen kürzer zu halten. Wahrscheinlich habe ich das sowieso schon wieder viel zu lang erklärt. Und ich freue mich da auf jeden Fall auf eure Erfahrungen. Und ich denke, wir essen jetzt mal ganz kurz und dann geht's gleich weiter. Alter, Mama, guck mal hier. Eine Ewigkeit später. So, und bevor ich jetzt hier den Flur wische, will ich ja einmal schnell die Waschmaschine ausrollen. Die ist nämlich fertig. Davon kommt dann ein Teil in den Trockner und ein Teil wird aufgehängt. Jetzt mal ein Stativ holen. Übrigens, meine Nägel, die sind so richtig bis zum Anschlag. Ich muss die ganz dringend kürzen und den Nagellack, das sieht man jetzt nicht so, ne? Aber der ist richtig brüchig. Der wird demnächst absplittern. Aber dank des guten Unterlacks, den ich euch schon so oft gezeigt habe, ja, bleibt er dann noch drauf haften. So, oh, ist das nicht richtig dreckig, ne? Schaut mal hier, da sind meine ganzen Pinsel drin und Schwämme. Ich muss die so dringend waschen und ich will sie schon seit Wochen waschen, aber irgendwie komme ich immer nicht dazu. Ja, ihr seht ja auch, wie viele Pinsel das sind, ne? Und ja, ach Mensch, ich muss das endlich mal machen. Aber man findet immer wieder irgendwo einen Pinsel, der gerade noch so geht. Wahrscheinlich mache ich das heute wieder nicht. Ich räume jetzt hier noch schnell ein bisschen weg, würde ich sagen. Und ja, ihr guckt natürlich die ganze Zeit schon zu. Gehen wir hier in das Schlafzimmer über. Genau, da drin ist jetzt die Wäsche, die ich gleich noch aufhängen muss. Die will ich da oben aufhängen, weil das überwiegend Hosen sind. Die Sachen sind schon trocken und ja, was soll man sonst noch sagen? Da hinten in den Wäschekörben ist nichts drin, das Bett muss halt gemacht werden. Und ansonsten ist da nur noch die Wäsche, die ich nachher noch unbedingt in der Waschmaschine kochen muss. Handtücher halt und sowas. Nein, die Lappen, da, Moment, sieht man die? Nee, da ist meine Hand, also die muss ich natürlich nicht kochen, ist klar.
So, und ich würde sagen, das ist dann auch das Letzte, was wir hier heute machen. Weil ich habe auch langsam keine Lust mehr. So, also wundert euch übrigens bitte nicht, dass hier den ganzen Tag das Rollo zu ist, beziehungsweise auch in den anderen Räumen sind ja ganz gerne mal die Gardinen zu. Das liegt vor allem daran, weil hier direkt die Terrasse vom Nachbarn ist und wir auf der anderen Seite keine Fenster haben. Und ja, es ist total doof, aber naja, jedenfalls sind die deswegen zu. Warum auch immer. Ich das jetzt erzähle? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, es geht weiter. Gott, klar. So, und jetzt habe ich hier vorne noch mal ganz schnell so ein bisschen gesaugt. Hier ist auch noch die Tür auf. Genau, und ach hier, das habt ihr wahrscheinlich noch gar nicht gesehen. Hier drehe ich des Öfteren. Hier sind meine ganzen Lichter. Ich weiß, das sind mega viele. Ja, das ist nicht so ganz optimal hier. Aber naja, das wird irgendwann besser. Auf jeden Fall ist es jetzt hier die einzige Möglichkeit, wo ich die Sachen mal relativ gut stehen lassen kann. Im Schlafzimmer geht das ja nicht. Ja, da ist noch die Katze. Und ja. Oh Gott, das Ding ruft mich auch schon wieder, aber ich habe überhaupt gar keine Lust. Naja, gut. So, und was werden wir jetzt noch machen? Das ist eine gute Frage. Ich mache auf jeden Fall noch die Kochwäsche an. Aber das ist nicht so spannend, weil ich glaube, Wäsche waschen könnt ihr vermutlich alle. Oder auch nicht. Das war mein Sohn. Und ja, ich denke, wir werden gleich noch ein bisschen spielen, vielleicht Hausaufgaben machen. Aber das ist nicht so spannend für euch, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, ich beende das jetzt hier mal. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Ja, gut, ich glaube, das reicht jetzt für heute. Also dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ach, das ist doch schon wieder scheiße hier. Die Gardinen recht oft zu sind, weil hier ist halt direkt... Nein, ich stotter wie eine Sau. Mann, nein. Konzentrationen? Nee. Ach, was will ich eigentlich sagen? Hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier bei mir. Und es wackelt. Ich bin ja nicht jedermanns Geschmack. Muss man da noch was zu sagen?